Wir wollen zeigen, dass am Dreieck ABC habe ich die Mitte von BC markiert mit dem Punkt E. E ist die Mitte von BC und wir konstruieren eine Gerade durch die Mitte von BC parallel zur Dreiecksseite klein c. Und wir wollen zeigen, dass diese Gerade die Strecke AC ebenso in der Mitte schneidet. Bei D. Okay? D liegt halt irgendwo auf AC und wir wollen zeigen, dass wenn ich die Parallele durch die Mitte von BC ziehe, dass die dann auch durch die Mitte von AC geht. Probieren wir es mal so rum. Also wir wissen, nehmen wir die Strecke mal hier S. Und S, um zu zeigen, die sind gleich lang. Ne? E ist die Mitte von BC. Was können wir jetzt machen? Habt ihr eine Idee? Ich gebe euch einen Tipp. Zieht mal ein Parallelogramm ein. Welches Parallelogramm könnten wir da mal reinkonstruieren? Ja? Genau. So, jetzt haben wir hier ein Parallelogramm. A, D, E. Man, es gibt es aber wirklich furchtbar. Na gut, okay. Ist nur eine Skizze, okay? Nennen wir das mal hier F. Okay. So, vielleicht gar nicht, ja? Genau, das ist die Voraussetzung. E ist in der Mitte von CB, Rot ist parallel zu AB. Wir wollen jetzt zeigen, dass D, der Schnittpunkt der Parallelen mit AC, ebenfalls in der Mitte von AC liegt. Vielleicht gar nicht schlecht, dass man nicht sofort sieht, wo die Hälften sind und so weiter, damit man nicht getäuscht wird. Also wir wissen, die Rot ist parallel. Wir haben jetzt ein Parallelogramm hier eingezogen. Also AFED ist ein Parallelogramm, ne, weil die beiden Strecken parallel sind. Und ich habe jetzt hier einfach die Parallele zu AD hier drüben konstruiert. Ja. Wissen wir, dass der Punkt nicht. Doch, doch, klar. Wir haben hier AB und DE, die beiden Geraden sind parallel. Wir haben jetzt eine Parallele hierzu durch E gezogen. Und dann habe ich doch ein Parallelogramm mit dem Schnittpunkt F. Das kann man jetzt machen. Ja? Man könnte jetzt die Diagonalen ziehen, genau. Machen wir mal nicht. Also wäre eine Idee, führt jetzt dazu, dass die Zeichnung ein bisschen komplizierter wird. Und so sehen wir jetzt gleich eher noch, worauf. Ich versuche mal so einen minimalen Beweis zu machen. Ne? Diese beiden Seiten sind gleich lang. Warum? Wegen Parallelogramm, haben wir schon gezeigt. Okay, ja. Und jetzt? Wir wissen, dass die. Das war die Voraussetzung. DE ist parallel zu AF. Wir wollen jetzt zeigen, dass D in der Mitte von AC liegt. Das ist unser Ziel. Und du hast recht, die Seite ist gleich lang wie diese. Also AD ist gleich lang wie EF. Mal hinschreiben. AD, die Strecke AD ist gleich lang wie die Strecke FE. Das wissen wir wegen Parallelogramm, ne? Jetzt müssen wir nur noch zeigen, dass diese Seite auch gleich lang ist wie diese. Dann wissen wir, dass D in der Mitte der Strecke liegt, ne? Wir wollen zeigen, dass AD gleich lang ist wie DC. Wir haben schon gezeigt, AD ist gleich lang wie EF.
Wenn wir es doch zeigen können, dass DC gleich lang ist wie EF, haben wir es. Ja, könnte man machen. Man sieht aber noch schneller. Vielleicht könnt ihr euch mal überlegen, ob diese beiden Dreiecke, auch wenn es jetzt hier nicht so aussieht wegen der Skizze, ob diese beiden Dreiecke kongruent sind. Ja? Dann zeigen wir mal die Winkel und die Seiten, die Klickung. Gamma. Dieser Winkel hier. Wo ist der noch? Warum? Die beiden sind parallel, aber das hilft uns bei Gamma nichts. Aber andere Parallelen? Wegen dem Parallelogramm, dass wir, genau, müssen diese beiden Geraden ja parallel sein. Also ist das hier ein Stufenwinkel. Genau, haben schon einen gleichen Winkel. Außerdem haben wir eine gemeinsame Seite, S. Hm? Könnte man machen. Ich versuche, so wenig wie möglich einzuzeichnen. Brauchen wir nicht. Ihr seht sofort, also wir haben hier einen gemeinsamen Winkel, wir haben eine gemeinsame Seite. Haben wir noch einen gemeinsamen Winkel? Ja? Beta, B. Und der wäre dann entsprechend da, genau, auch nochmal eben auch, wie gesagt, weil da mit DE und jetzt. Genau, wegen dieser beiden Parallelen haben wir hier einen Stufenwinkel. Also sind die beiden Dreiecke hier kongruent. Also ist EF gleich lang wie DC. Ja, also sind AD gleich lang wie DC. Diese Seite hier ist gleich lang wie diese. Fertig. Geben Sie mal T, keine Ahnung. Also, die Idee war, wir haben eine Parallele durch den Mittelpunkt von AB. Hier der Mittelpunkt ist E, okay, eine Parallele zur Seite C. Und wollen zeigen, dass D hier den Schnittpunkt, der Schnittpunkt auch in der Mitte von AC liegt. Parallelogramm. Damit haben wir hier einen Stufenwinkel. Weil die beiden parallel sind, haben wir hier einen Stufenwinkel. Die beiden Seiten sind gleich lang wegen der Voraussetzung. Das sind diese beiden Dreiecke kongruent. Also muss diese Seite hier gleich lang sein wie diese, weil die auch über das Parallelogramm gleich lang sind. Und warum teilt jetzt F die Strecke unten in zwei Hälften? Oder, nee, wir wollten ja nicht zeigen, dass diese Seite hier halb so lang ist wie diese. Ne? Warum das? Sieht man jetzt an der Skizze auch nicht, aber kann man es jetzt überlegen, wenn man weiß, welche Dreiecke kongruent sind? Wir wollen zeigen, dass AF gleich FB ist von der Länge. Ja? Du könntest den gleichen Beweis nochmal mit der anderen durchführen. Das Dreieck einfach um 120 Grad drehen. Fertig. Können wir es aber auch hier an dem sehen? Also diese Strecke hier ist gleich lang wie welche? Welche? Ja. Die, genau, wegen dem Parallelogramm, ne? Ist AB gleich DE. Und warum ist DE auch gleich lang wie FB? Wegen dem Kongruenzsatz, ne? Dieser beiden Dreiecke sind kongruent. Also diese Seite ist gleich lang wie diese Seite, also DE ist gleich lang wie AF und DE ist gleich lang wie FB. Okay. Also halb so lang wie die gegenüberliegende Seite. Okay, die Mittelparallele im Dreieck.
Und da das sozusagen aus allen Ecken, aus allen Richtungen betrachtet das gleiche ist, jetzt doch mal die Diagonale hier ein, sind diese vier Dreiecke hier kongruent. Das heißt, wenn ich ein Dreieck hernehme und die Mittelparallelen jeweils einzeichne, erhalte ich vier kongruente Dreiecke. Okay. Gibt es dazu noch Fragen?